Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe ein bisschen Kieferschmerzen. Und wenn ich mehr so rede, dann hat es damit zu tun. Aber ich glaube, es ist gerade schon am Abklingen. Soll aber heute nicht um meine Kiefer gehen, sondern wir machen eine Pflegeroutine. Weil ich werde ganz häufig unter den einzelnen Reviews gefragt, ja, wie kombiniere ich denn das? Und da sind zwei neue Produkte dabei. Ich habe aber noch jede Menge ganz neue Produkte, man sieht sie ja auch schon hier im Hintergrund stehen. Und die werde ich jetzt so nach und nach vorstellen. Und ich überlege mir gerade, wirklich diesen zweimal in der Woche Rhythmus wieder am Laufen zu haben. Ich bin mir aber noch nicht so hundertprozentig sicher. Also wenn sich in der Zeit jetzt nochmal verändern wird, seid mir da nicht böse. Lasst uns loslegen mit der Routine am Abend. Und am Abend fahre ich am allerbesten mit Öl. Ich habe allerdings so die letzten zwei Tage gemerkt, ich bin weggefahren, ich wollte nicht meinen ganzen Scheiß mitnehmen. Und diese Ölflaschen schleppe ich auch nicht gerne mit, muss ich sagen. Denn die sind immer so ein bisschen neigen dazu, dass sie auch auslaufen können. Deswegen, ich hatte es nicht dabei und ich hatte nur ein Waschgel dabei, es hat auch funktioniert. Aber wenn du geschminkt bist, ist halt so eine fettige Konsistenz halt schon ein bisschen besser. Aber es geht eben auch mit Waschgel. Das ist das Isana-Öl. Und das ist natürlich ein bisschen flüssig. Ich habe gemerkt, so, wenn ich es mir aussuchen kann, liebe ich eher solche Balms, die so ein bisschen, auch so ein bisschen, wie sagt man so schön, Widerstand auf der Haut geben. Und die hat auch, ja, auf der Haut dann so ein bisschen schmilzen. Ich mag das, ich liebe das und hier hat man halt gleich die flüssige Variante. Ich brauche da 7 Pumpstöße. Ich komme super damit zurecht und seitdem das keine Duftstoffe mehr hat, liebe ich es auch, muss ich wirklich sagen. Also ich setze sowas gerne am Abend an, wenn ich unterwegs bin, möchte ich mich dann doch so ein bisschen minimalisieren, was immer noch relativ groß ist für jemand, der normal sein Gesicht wäscht und Produkte verwendet, da ich doch immer das so ein bisschen unterbringen möchte, auch wie funktioniert ein Produkt und so. Aber das durfte am Wochenende mal ausruhen. Jetzt nehme ich es wieder und es hat feste Bestandteile in meiner Routine. Kommen wir schon zum ersten neuen Produkt und da ich nicht mehr genau weiß, wie der Liquid Hydrator von Nova, werde ich mir den jetzt mal noch dazu kaufen, um da eben Vergleich zu ziehen. Die sollen sich relativ ähnlich sein, was ich aber an dem mega gut finde. Klar, man kann sich immer Sprühköpfe kaufen und auch auf die No-Flasche drauf machen. Aber der von Geek & Gorgeous hat einen super geilen Spender, also einen Sprühkopf. Und der nebelt da so richtig schön raus. Und ich wusste schon immer, bei mir hapert es bei dem von Rossmann daran, dass das so ein komischer Pumpspender ist. Wir haben bei dem No-Produkt ja zum Raus, einfach zum Rausmachen, also da ist so ein kleines Loch, so ein kleiner Applikator oben drauf und hier haben wir eben den Sprühkopf und ich finde so ein Sprühkopf halt wirklich richtig krass gut. Ich kann keine Unterschiede mehr herleiten, wie das No-Produkt jetzt war im Gegensatz zu dem. Also ich finde den sehr gut. Und für mich gehört einfach auch so eine Feuchtigkeitssache am Morgen, am Abend in die Routine rein. Leute, ich habe viel zu wenig geschlafen. Wenn ich jetzt ein bisschen Blödsinn rede, liegt es daran. Ich habe seit 2 Wochen Schlafmangel, weil mein Nachbar Terror macht. Naja, also ich reiß mich ein bisschen zusammen. Der ist auf jeden Fall richtig gut und ich liebe es halt einfach am Abend, um eben die anderen Wirkstoffe in die Haut besser rein zu transportieren. Gerade wenn man vielleicht auch eine bisschen gereizte Haut hat, wenn man ein bisschen gestresst ist oder wir Frauen gerade zyklusbedingt und so. Das ist echt eine gute Sache. Man muss jetzt nicht unbedingt bei Geek & Gorgeous bestellen, weil der No Liquid Hydrator ist halt schon auch richtig mega gut. Aber falls man mal bei Purish oder so bestellt, dann guckt euch das Ding mal an. So teuer ist er nämlich auch nicht. Ich habe gerade immer so Pausen, wo ich immer gehen muss. Ich muss so lachen, Gott sei Dank kann ich das rausschneiden. Oh Mann, das Video ziehen wir jetzt durch. Da müssen wir jetzt beide durch, so, ne?
Also wir haben hier den Beauty Expert Azelen Booster. Da ist ein Azelen-Derivat drin. Das genügt, um die Haut zu beruhigen. Wenn du jetzt Rosazea oder sowas hast, da bringt es natürlich nichts. Das ist halt ein schönes Gimmick. Also die Wirkstoffe, die hier drin sind, die sind halt wirklich einzig und allein nur zur Beruhigung. Ich liebe aber die Konsistenz. Die ist recht flüssig. Der lässt sich super auftragen. Ich habe aber, glaube ich, mal bei Leon gesehen, dass er meinte, dass es gegen Ende hin dann schon ein bisschen zäher wird. Ich versuche den immer ein bisschen zu schütteln. Dennoch ist er noch flüssig bei mir. Und solche Serien, wenn da wirklich so einzig auf Feuchtigkeit so ein bisschen formuliert wurde, liebe ich halt wirklich. Und deswegen funktioniert das für mich auch richtig gut im Gesicht und am Hals. Dazu wird es ein Video geben. Das ist das neue Niacinamid Serum. Ich wollte es mir erst gar nicht holen. Weil wirklich inzwischen, ich weiß noch, wie das losgegangen ist und ich dieses eine Serum, mir das eine Gesichtswasser von Rossmann geholt habe. Nicht Rossmann Eigenmarke, mir fällt jetzt die Marke gerade nicht mehr ein. So, das war eins der ersten Sachen mit Niacinamid bei mir in der Routine. Und dann ging es irgendwie los, dieser Hype in der Drogerie. Und irgendwie will man sich selber übertreffen. Und ich weiß halt von der Shenya Inkipedia auf YouTube, dass eben das mit diesem 10% Niacinamid eher zu Hautreizungen führt. Wenn du jetzt wie ich ein Häutchen hast, große Poren, fettige Haut, wir können meistens richtig viel abhaben, ne? Aber wenn du eh schon empfindliche Haut hast, dann kann das wirklich zu Reizungen führen. Und sie hat irgendwie gesagt, sie verwendet es irgendwie als Booster. Wenn du zum Beispiel ein recht basic gehaltenes Gesichtswasser hast, da kannst du da mal so ein paar Spritzer reinmachen. Aber ansonsten nimmt sie das, glaube ich, nicht. Ich mag die Konsistenz echt gerne. Hier haben wir auch Glycerin drin. Ich bin jetzt mal gespannt, wie die anderen Sachen so sind. Das Glycerin-Serum soll jetzt auch nicht so ganz einfach sein und manche Leute reagieren auch drauf. Ich reagiere da gar nicht drauf und denkt daran immer, wenn ihr auf Serien reagiert und ihr merkt so, ah, das ist neu in meiner Routine, meine Haut reagiert halt, lasst die Sache raus. Ne? Also ihr könnt der Sache nochmal eine Chance geben, weil ich verstehe den Gedanken, wenn man ein bisschen mehr Geld ausgegeben hat. Jetzt nicht in dem Fall, die sind ja zwar für Drogerieverhältnisse mit 6 Euro schon recht teuer. Aber wenn man jetzt 20 Euro bei Face Theory gelassen hat oder bei Colibri oder so, dass man die Sache nicht einfach wegtun möchte, sondern nochmal versuchen möchte, lasst die Haut erstmal beruhigen. Das braucht schon so eine Woche, bis die Haut mal wieder sich ausgeglichen hat. Und dann kann man es mal so hier und da verwenden. Fängt man erstmal so einmal pro Woche an und guckt, was macht die Haut? Wenn das funktioniert, kann man es auch zweimal die Woche machen. Und wenn man da irgendwie eine Regelung findet, ist das gut. Aber meistens verwendet man zu viel. Das ist dann nochmal irgendwie, dass man andere Actives irgendwie in der Routine hat und dann noch zusätzlich so 10% Niacinamid. Und wenn es nicht gewöhnt ist, dann kann man reagieren darauf. Für mich ist es, wie gesagt, kein Problem. Ich mag das Produkt lustigerweise. Ich wollte es echt erst stehen lassen. Aber ich finde es toll, muss ich echt sagen. Uns fehlt ja auch schon einiges. Tolle Flasche, tolles Outfit und dazu werde ich auf jeden Fall auch noch eine Review machen. Nächster Schritt, das Anti-Ox-Serum von No. Und bei dem muss ich immer so ein bisschen lachen, weil diese grüne Farbe, die hat mich am Anfang so geflasht. So, wow, ist das krass grün. Aber das hat nichts zu bedeuten. Das hat weniger mit den Wirkstoffen zu tun, die drin sind, als mit der Farbe, die ganz am Ende in den Inkis steht. Und ich mag es aber dennoch. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich würde mir das kein zweites Mal kaufen. Weil klar, das ist so ein Serum, was auf lange Sicht irgendwie wirkt. Und das macht nur Sinn, wenn du das halt weiter jetzt dann verwendest und auch nach der Flasche nochmal kaufst. Ich bin ja eher so, ich probiere rum. Ich will meinen Fokus darauf gar nicht lenken. Ich finde es hübsch grün, aber die grüne Farbe hat gar nichts zu sagen. Und ich kann mir vorstellen, No bringt noch so einiges raus und das will man natürlich auch austesten. Und ich habe auch so ein bisschen andere Marken, die mir jetzt gerade
nichts, die mich sehr interessieren und von dem her, ich kann ja nicht eine ewig große Routine machen. Da wird man ja gar nicht mehr fertig. Aber dennoch, wer das mal probieren möchte, das ist nicht fettig formuliert und gerade für so Häutchen wie mich, da passt das richtig gut. Aber das Produkt mag keine Säuren, deswegen verwende ich es nur am Abend, weil durch das Waschgel, was ich am Morgen verwende, da sind Säuren drin. Ist halt immer auch so ein Ding, ne? Ich liebe Säuren und ich kann es halt nicht kombinieren mit Säuren, deswegen ist es halt auch für mich so ein bisschen umständlich. Das letzte Produkt ist so ein Produkt, was ich aufbrauchen möchte, würde ich mir so auch nicht mehr nachkaufen. Wir haben hier Ceramide drin, jetzt weiß ich gerade nicht auswendig, wie viel Ceramide ich habe. Dazu auch ein Video gemacht. Ich würde jetzt alle Produkte, die ich schon mal vorgestellt habe, unter das i packen. Es sind dennoch drei Produkte dabei, die ich noch nicht vorgestellt habe. Bei den Cremetupen fällt mir mal auf, es ist drin, was draufsteht. Verstehe mich da nicht falsch, ne? Aber die Tupen sind halt auch aufgeblasen. Also ich falle regelmäßig darauf rein, dass ich mir noch denke, ah, ist nur halb voll und so. Und dann kommt irgendwann, kommt so ein Punkt, wo es nur noch macht und dann ist halt die Tube fast leer so. Die muss natürlich schön aussehen, schön, das Aluminium muss schön aufgeblasen sein, das ist uns allen klar. Aber da steht, da ist das drin, was auch drauf steht. Ne? Also nicht falsch verstehen. Ich mag die Creme nicht. Deswegen hat die mir jetzt bis zum Schluss gehalten. Sie ist nicht arg schlimm. Aber dennoch habe ich Cremes, die für mich besser funktionieren. Ich verwende gerade zum Beispiel von Isana dieses Urea Intensivserum als Creme. Das ist ja super. Warum hat mir das keiner gesagt, wie gut das ist? Da war früher ein Carbomer mit drin. Aber das funktioniert für mich so toll als Creme. Hätte ich echt nicht gedacht, wirklich nicht. Und solche Sachen brauche ich halt, wie gesagt, da echt nur noch auf. Da soll ja irgendwie was mit Vitamin C rauskommen für diejenigen, die eben mit dem Vitamin C Serum, was so fettig ist, nicht zurechtkommen. Da bin ich auch gespannt. Da wurde ja was geleakt. Ja, oder vielleicht wurde es auch absichtlich geleakt, man weiß es nicht. Aber dennoch, das ist keine Creme, die ich mir nachkaufen würde. Und bei Creme bin ich echt genügsam. Oder ich hole mir dann gleich eine gute von Bayer & Söhne. Und bei denen weiß ich halt, die sind richtig gut. Also leiste ich mir dann richtig was, aber haha, ist zwar leicht zu bekommen in der Drogerie, aber so im Nachhinein hat sich es bei mir echt gar nicht durchgesetzt. Denkt bei euren Kombinationen immer dran, es ist erlaubt, was gefällt und was ihr vertragt. Na, also es gibt schon so Theorien, kreuze Retinol nicht mit Säuren, aber es kommt von Haut zu Haut, das ist halt echt auch unterschiedlich. Na, also durch das, dass ich eine fettige Mischhaut habe, die kann halt mehr ab. Aber wenn ich halt zu lang Retinol mit WHA mische und das auftrage und das zu oft hintereinander mache, dann merke ich es natürlich schon auch. Ne? Also ich achte auch auf die Anzeichen meiner Haut. Und ihr könnt kombinieren, wie ihr wollt. Denkt immer daran, von flüssig, außer jetzt die Reinigung ausgeschlossen, von flüssig zu fest. Am Ende ist immer die Creme. Ich würde jetzt vor der Creme die öligen Konsistenzen, also die öligen Serien, einfach einbauen. Dann passt es auf jeden Fall. Wie ist momentan deine Abendroutine? Schreib mir das gerne unten in die Kommentare. Ich melde mich ab. Sag danke fürs Einschalten. Gib mir gerne einen Daumen nach oben und hinterlasse einen Kommentar. Ich sag danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.